So, Watch Dogs Again. So, Geld 3000 plus und 250 XP. Beat. So, was geht jetzt ab? Hä? Ich habe etwas für dich. Wir müssen uns treffen. Treffen? Etwa persönlich? Soll ich nach einem Typ mit einer Maske suchen? Keine Maske. Folge einfach meinem Signal. Ich dachte, du wolltest keine treffen. Das stimmt. Aber es muss sein. Ja. Fangen wir mal hin, wa? Wir wollten noch. Auch mal Hacking, Mann. Ja, na. Aber noch Zeit. Drei Jahre sind seit Eröffnung der ersten CTOS-Station vergangen. Seit einem Jahr arbeitet das System stadtweit. Bei der Planung des CTOS behauptete Bloom, ihr neues Netzwerk würde den Chicagoern $800 pro Haushalt sparen. Nach gut einem Jahr des Betriebs liegen nun Zahlen auf dem Tisch. Im letzten Jahr haben die Haushalte im Schnitt etwa $350 gespart. Obwohl dies nicht mal der Hälfte der Vorhersage entspricht, sagt Bloom, dass dank des CTOS immerhin alle Familien etwas gespart hätten. Sparen. Eine neue Welt. Let's go. Ich hatte schon oft mit Bad Boy zu tun, aber seine Identität blieb immer geheim. So funktioniert der Zack. Jetzt will er mich treffen. Sehr ungewöhnlich. Seltsam. Ich werde ihn mal durchschütteln und sehen, was er vorhat. Dann ab nach unten, da ist wieder so dunkel bei mir. Bad Boy. Was? Bad Boy, 17. Bitte, was? Wie dämlich jetzt. Bad Boy, 17? Clara. Clara. Aha. Du siehst nicht aus wie 17. Sehe ich aus wie ein Bad Boy? Ich würde sagen, eher wie ein Risiko. Ich mache dir doch keine Angst. Hast du Grund, mir Angst zu machen? Jetzt wirst du aber paranoid. Ach ja? Irgendwer mischt mein Leben auf. Bedroht meine Familie und gleichzeitig will sich der mysteriöse Bad Boy mit mir treffen? Und er ist eine Sie? Er ist eine Lüge? Hör mal, ich muss dir vertrauen können, Clara. An deiner Stelle würde ich mir nicht trauen. Aber hier ist ein Grund zuzuhören. Die Nachricht, die du geschickt hast, ich weiß, wo man ihn findet. Ja, also deswegen müssen wir uns ja nicht persönlich treffen. Doch. Das persönliche Treffen war nötig. Du wolltest Dead Sex System Hacks? Jetzt hast du mich. Du solltest etwas netter sein. Ich eröffne dir gerade eine neue Welt. Ja. Du bist nicht die erste Frau, die mir sowas verspricht. Mm-mm. Damit machen die alle ihre Drecksarbeit. Und sie wissen nicht, dass ich Zugang habe. Du hast es geklaut? Ein mächtiges Tool. Aber mach keine Fehler. Du kannst schnell jemanden verletzen. Sehr. Ich glaube, du vertraust mir nicht. Gib mir einen Grund, dir zu vertrauen. Na gut. Der Typ mit der Nachricht. Wie finden wir ihn? Wir arbeiten zusammen. Du mit allem, was ich dir geschickt habe. Ich verfolge sein Signal. Hi. Du bist nicht ganz das, was ich erwartet habe. Und du bist genauso, wie ich dachte, Aiden. Ja. Naja. Na dann, ne? Alles gut. Ein Skillpunkt erhalten.
Sie haben nun Zugang zu allen verfügbaren Fähigkeiten. Okay. Geldautomaten Hackboosts. Hat auch immer Energiefelder sind. Hey. Poller. Das ist nicht schlecht, wenn wir mal einen verfolgen. Erwerben! Und den will ich auch. Zack. Cool. Ja. Was haben wir noch? Fahren. Hergestelltes Kampf. Können wir den Kampf so machen? Schneller Wechsel. Verbesserter Fokus. Ja, Fokus. Geil. Ja, da müssen wir noch ein paar Punkte sammeln hier, wa? Würde ich mal sagen. Er ruft jetzt schon wieder ein. Hey. Spreche ich mit Bad Boy oder Clara? Mach's nicht kompliziert. Voila! Wir müssen also deinen Anrufer finden. Aber er ist clever. Seine Adresse wurde durch einen CTOS-Büroturm gebounced. Kundenservice, Angestellte, Manager. So Sachen halt. Ein Bürogebäude. Wir müssen einen Weg ins System finden. Du bringst mich ein? Ich gebe dir seinen Standort. Ich kann an der verwundbarsten Stelle ins Gebäude. Da, wo sie Lieferungen annehmen. Das ist unterirdisch. In dem Tunnel. Da fange ich an. Hey, tut mir leid, wenn ich unhöflich gewesen bin. Ich weiß, was du vorhattest. Du wolltest mich einschüchtern. Lehrbuchmäßig. In meine Distanzzone treten. Anstarren. Physischer Kontakt. Du hast nach Rissen gesucht. Hast du welche gefunden? Wüsstest du wohl gerne, hm? Ja, ja, so ist das. Mädel, Mädel. Hopp, Platz hier. Es wird Zeit, dass der Vorhang hochgeht. Was haben die Zeichen dazu? Ach, keine Ahnung. Ich glaube, das Ding da unten links, ne? Komme ich da rein? Ui. Lololola. Ha, hier sind wieder so viele.
bekannt vor. Kommt mir bekannt vor. Das ist nicht an. Kann man die irgendwie leise ausschalten? Was soll's? Nicht mein Problem. Möglicher Kontakt hier. Das schaue ich mir genauer an. Boah, ich dachte, der Turm macht ihn kaputt. Was zur Hölle? Shit. Pass gut auf. Findet ihn. Verstanden? Hat ein geiles Geräusch. Junge, Junge, Junge. Kommt mal alle ran. Ich muss dich abknallen, Junge, weil ich gestört bin. Geht gleich hoch. Du bleibst draußen. Hier ist nichts zu sehen. Ich gehe weiter. Boing, boing, boing. Bleibt schön wach. Oink, oink. Ui, was ist denn da? Schön. Haben die auch gute Waffen? Haben wir ja wieder verrückt gemeistert hier, ne? Scheiße! Können wir eigentlich das Ding da unten aufladen irgendwie? Bleibt spannend. Aber hier ist keiner. Hä? Ich bin im Gebäude. Kannst du irgendwas sehen? Der Lageplan zeigt einen offenen Platz da drin. Und zweifellos mehr Wachen. Ah, diese Hacks, die ich dir aufs Handy geladen habe, sind die perfekte Ablenkung. Damit kannst du die Ausrüstung von jeder Wache da drin stören. Was für Ausrüstung? Alles halt.
Hack ihre Handys, Earpieces, Sprengstoffe. Heutzutage wird doch alles mit Chips gesteuert. Okay, ich versuch's. Kannst du die Büros scannen? Such mir einen ungesicherten Laptop. Hab einen. Bradley Coughlin. Oh, oh nein. Er ist der Chef der Sicherheit. Ja, was auch sonst. Sobald ich drin bin, musst du schnell sein. Track den Anrufer und dann raus. Die Security wird den Einbruch ziemlich schnell bemerken. Sorg dich nicht um mich. Ich hab Besseres zu tun. So, nee, die konnte ich doch nicht springen. Boah, wie komme ich denn da hoch? Die ich die wieder alle umbringen muss. Vermutlich gar nicht. Das Ding da drin hacken. Na, wo will daher hin? Geh mal Kontrolle da. Wie kann ich den denn hier reinlocken, den Bambuskopf? Brauche ich doch nicht da hoch. Hacker, Junge!
Ich sag's dir, das ist nicht nur Werbung, das blockiert meine ganze Aussicht. Ein einziges riesiges Au... Oh, Scheiße! Jemand hat sich reingehackt. Sperrt sofort das Gebäude ab. Findet ihn! Fangt an zu suchen! Okay, du bist drin. Findest du den Anrufer? Ich suche gerade. Kalif! Die Bullen kommen. Die haben Hightech-Scanner, die man nur schwer stören kann. Du musst sofort da raus. Die Cops suchen nach mir. Ich komm hier nicht weg. Weiß der Zack, wie man Polizeiscans stört? Doch, ich glaube schon. Hier ist was. Ich schicke es dir jetzt. Das wird ihre Scans und Kommunikation in dem Gebiet stören. Und auch die Zivilisten. Gemcoms. Mit Gemcoms können sie die Entdeckung durch Cetos-Scans kurzzeitig unterbrechen, Gegner oder Zeugen daran hindern, Verstärkung oder die Polizei zu rufen. Stellen sie Gemcoms im Waffenrad her und drücken sie RP, um es einzusetzen. Okay. Hä? Also. Ich scanne wieder überall, wo ich bin. Oi. Haben die bestimmt in GTA auch heimlich die Bullen, deswegen finden die uns immer. Mission beendet! Wie sieht's aus? Hast du den Anruf? Das Katz-und-Maus-Spiel nervt. Ich hab deine Maus. Sein Anruf kam aus einem Apartment im Loop. Endlich. Sei vorsichtig, Aiden. So wie der sein Signal gebounced hat, ich glaube, er will, dass du ihn findest. Na, dann wollen wir ihn mal nicht enttäuschen. Oh ja, den enttäuschen wir auf jeden Fall nicht. Morgen schnell Reise! Jo, das war aber die erste Watchdog-Session. Ich mache jetzt erstmal Pause. Muss noch für eine Prüfung lernen, ist auch die letzte. Danach kann ich hier wieder ungestört voll durchstarten. Wir von der Bloom Technologies Group investieren in Ideen. Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung arbeitet hart an neuen Ideen, die ihr Leben leichter, gesünder und glücklicher machen. Wir glauben, dass Innovation die Welt verändert. Wir wachsen und wollen, dass Sie daran teilhaben. Gemeinsam machen wir die Welt zu einer Gemeinschaft. Wie speichert man ja eigentlich das Spiel? Speichert er automatisch? Schenkt sie schon, ne? Ich sehe jetzt hier keinen Speicherpunkt oder sowas. Naja, das werde ich gleich herausfinden. Ich werde das Häuschen nicht verlassen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, viel Spaß. Vielleicht noch mit GTA Online oder so. Also dann haut drin, Freunde. Tschüss.